Wilfried Weiß, ein Künstler aus dem Kunstverein Duisburg am Weidenweg. Hier steht eine aktuelle Ausstellung an, und zwar in der Reihe Profile und Positionen. Kommt jetzt das eigene Profil, die eigene Position, und die heißt Abstrakte Malerei. Vielleicht einfach mal ein paar Erläuterungen dazu. Abstrakte Malerei deshalb, weil der Reiz daran liegt, dass die Farbe im Mittelpunkt des Bildes steht und nicht wie in der gegenständlichen Malerei der Gegenstand. Abstrakte Malerei beinhaltet immer das Spiel mit den Farben, dass das die Farben im Zentrum stehen. Darum ging es mir bei diesen. Jetzt ist das zwar der Mittelpunkt, sage ich mal, der Ausstellung, aber nichtsdestotrotz ist das nicht alles, was in dem Werk ist. Es gibt also durchaus auch Bilder, die nicht abstrakt sind, wie ich gerade gesehen habe. Es kommt immer wieder vor, dass Gegenstände hereinrutschen. Das die entwickeln sich dann praktisch in dem Moment. Ja, das ist okay. Nicht gesteuert, das ist der Zufall, und das ist das Schöne. Wer hat denn eigentlich so diese Kunst, diese Art des Kunstmachens beeinflusst? Gibt es da irgendwelche, ich sag mal, Vorbilder oder irgendwelche Lehrer, die das Ganze so ein bisschen mit auf den Weg gebracht haben? Ja, beides. Also erstens einmal der Hang, etwas selbst zu machen. Spielerisch schon kleine Kinder malen im Kindergarten oder dergleichen. Und das ist bei mir irgendwie hängen geblieben, und das Suchen und das durch die Welt gehen und alles in einem Rahmen zu sehen und zu sagen, das könntest du auch mal machen. So und so könntest du es machen und so könntest du es vielleicht anders machen. Indem man natürlich auch andere Künstler sieht und deren Werk betrachtet. Okay, gesunde Konkurrenz. Jetzt haben wir gerade gehört, es gibt auch einen durchaus weltlichen Beruf, und der ist eigentlich so ein ganz anderes Extrem, und zwar der Beamter bei der Bundesbahn. Wie verträgt sich sowas, oder ist das ein guter Ausgleich? Das ist, ich arbeite im Schichtdienst, Früh-, Spät- und Nachtdienst auf dem Stellwerk, stelle die Weichen und die Signale. Da ist natürlich die Zeit, die Linie begrenzt vorgegeben, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich muss also immer parat stehen zu jeder Zeit und das verschiedene Arbeitsschritte machen, damit das, der Ablauf gewährleistet ist. Während in der Malerei kann ich kreativ schöpferischer sein, was ich im Beruf nicht sein darf. Aus Sicherheitsgründen und so weiter, natürlich. Okay, dann jetzt zum Schluss vielleicht nochmal die Daten der Ausstellung. Wann geht's los? Wann ist die Eröffnung? Die Ausstellung fängt an am Donnerstag, den 26. Und um 19 Uhr ist die Eröffnung. Geöffnet ist freitags und samstags sowie sonntags. Freitags, samstags ab 17 Uhr, sonntags ab 13 Uhr bin ich hier ansprechbar. Für jeden Kunstinteressierten. Wilfried Weiß, vielen Dank. Ich habe zu danken.